Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem Laber-Video auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines bisschen wieder geschminkt, aber sehe aus wie eine Friteuse hier persönlich. Ha! Ja, was soll man dazu sagen? Meine Haare, zweiter Tag, fertig, wie weiß ich nicht was. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht, Ich habe heute schon ordentlich gearbeitet, ich war heute ordentlich unterwegs, habe aber gefühlt so gar nichts geschafft, obwohl ich irgendwie nur unterwegs war. So, jetzt schauen wir mal eben kurz. Also jetzt habe ich alles hochgeladen, ja, und jetzt dauert das mit der Verarbeitung einfach 10 Jahre. So, hier habe ich Pascal seinen Sandwichmaker, den muss ich nochmal sauber machen. Den haben wir nämlich gestern das erste Mal eingeweiht. Ich wollte mir eigentlich ursprünglich gerade was zu essen machen. Ich muss leider nochmal zur Edeka fahren, ich muss nämlich was zu trinken holen. Ich mag nämlich die Verpackungen, also die Wasserflaschenverpackungen von Edeka richtig gerne. Und zwar ist das hier so flach, so nichts zum Aufschrauben, sondern einfach nur so. Wo wisst ihr? Ich mag das voll gern. Genau, ich muss auch noch gleich die Spülmaschine anmachen. Schaut mal, was ich gemacht habe. Dieses Ding habe ich schon vor, boah, 2 Jahren oder sowas mal, keine Ahnung, schon Ewigkeiten her bei Kik gekauft. Und ich habe da jetzt einfach die ganzen Spülschabs reingemacht. Ich hatte dafür nämlich irgendwie überhaupt gar keine Verwendung. Hier habe ich noch so 2 Gläser, da muss ich auch noch irgendwie was für finden. Ich denke mal, in das eine werde ich Zucker reinmachen, also höchstwahrscheinlich in das hier, oder was mit dem Herzchen hier? Ich weiß nicht. Sieht das Herzchenglas aus wie eine Zuckerdose? Was wäre für euch mehr so eine Zuckerdose? Ich glaube aber irgendwie, das gefällt mir irgendwie um Weiten mehr. Das habe ich damals für 1 Euro bei T-Docs oder sowas gekauft. Boah, keine Ahnung, jetzt findest du ja gar nichts mehr für 1 Euro. Hier werde ich dann irgendwie eine andere Verwendung für finden, weil das ist ein bisschen locker. Genau, bei der einen Sache habe ich ja auch schon was reingetan. Ich hatte hier früher so, was hatte ich da drin? So Bröseltee drin, so wisst ihr, dieses Eistee-Zeug. Eine ist leer und in die andere habe ich von Jakobs diesen Kaffee reingemacht. Den trinkt Pascal wirklich sehr gerne. Jetzt aktualisieren wir das Ganze mal. Ja, ich war heute Morgen schon direkt mit meiner Schwiegermutter wieder unterwegs in der Stadt. Fündig bin ich so gar nicht geworden. Ich wollte eigentlich irgendwie irgendwas kaufen. Deko-technisch, ich habe 0 gefunden. Da, wo ich hätte was finden können, die hatten zu. Und zwar die Stadt. Nicht die Stadt hatte zu, sondern der Kick in der Stadt hatte zu. Da konnte ich leider nicht hin. Aber ist dann halt so. Jetzt habe ich mir hier Weintrauben rausgeholt. Ich gucke nämlich gerade auf Netflix. Ginny und irgendwas, keine Ahnung. Hier steht der Name nicht drauf. Ginny. I don't know. Das gucke ich gerade. Wie heißt das? Ginny und noch irgendwas stand da. Ginny und Georgia oder so. Georgia. Keine Ahnung. So gucke ich gerade was. Eigentlich bin ich überhaupt nicht in meinem Zeitplan. Eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit. Überhaupt gar keine Zeit. Zum Netflix gucken, aber ich nehme jetzt einfach die Zeit. Heute habe ich mein Paket verpasst, habe ich mich richtig drüber geärgert, also wirklich richtig drüber geärgert. Das sollte erst morgen kommen. Nee, es kommt heute schon. Hat mich ein bisschen aufgeregt. So, das habe ich euch auch. Oh, ich kann nicht reden, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und zwar habe ich in meiner wunderschönen Schublade hier, also hier, habe ich so gar keinen Platz mehr. Also hier ist alles voll. Ich habe hier so ein paar Sachen reingetan. Hier halt so ein paar Sachen. Hier habe ich Löffel, meine Babylöffel. Ich liebe meine Babylöffel. Besteck besitze ich auch noch nicht, müssen wir auch noch kaufen. Zumindest habe ich ja was bei meinen Eltern. Wir müssen eh nochmal alles doppelt kaufen, daher alles gut. Hier habe ich schon ein bisschen was angefangen aufzuräumen. Also es ist allgemein, es ist viel, viel aufgeräumter wie vorher. So, und da ich halt sehr wenig Platz habe, habe ich mir einfach dieses Ding hier zugelegt. Und ja, ich finde es ganz schön. Ich habe das hier in der Ecke so stehen, so. Finde ich eigentlich ganz nice. Kostet 2,99 glaube ich, bei Action oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich tue ich jetzt mal so hin. Ja, das ist eigentlich dreckig. Die Spülmaschine habe ich auch noch nicht ausgeräumt soweit. Doch, so ein bisschen. So. Dann tun wir das jetzt mal hier rein. Das kann ich auch wieder zurückräumen. Alter, warum prüfst du heute mein Video und ich will es nicht eigentlich komplett hops nehmen? Ha, abgeschlossen. Ich kann den Food Live voll endlich hochladen. Hä?
kannst du mir das mal vielleicht hier irgendwie sagen? Ich würde einfach nur gerne dieses scheiß Video hier hochladen. Hä? Ist mir egal, veröffentlicht das. Hast du es veröffentlicht? Könnt ihr euch jetzt warum kann ich heute nicht reden? Ja, ihr könnt euch das jetzt angucken. So. Was habe ich hier noch? Das tun wir jetzt mal hier beiseite. Pfeffer und Salz kann ich auch hier reinpacken. Ich musste alles durch die Spülmaschine jagen. Alles. Ey, wisst ihr, was aber das Gute ist, Leute? Ich muss keinen Cent momentan für den Strom bezahlen. Also wirklich nicht einen Cent. Denn unsere Vermieterin hat uns nämlich immer noch nicht den Stromzähler-Nummer dann noch immer durchgegeben. Wir haben super viele geschrieben, hey Alina, mach doch dann halt einfach so, geh nach unten, mach den Strom, also schalt komplett alles aus. Ja Leute, das Problem an dieser ganzen Sache ist, wir haben so Stromzähler, die sind absolut für die Tonne. Und zwar ist da so ein silbernes Rädchen, was sich dreht. Du peilst aber nicht, ob dieses silberne Rädchen sich dreht oder nicht. Ganz viele haben zum Beispiel auch noch so rote Streifen, so, da kannst du halt sehen, dass sich das bewegt. Aber bei diesem silbernen Rädchen, da fallen ja die Augen raus. Du siehst das halt einfach null. Du siehst es nicht, die Bohne. Ich stand da gestern vor und ich wollte wirklich diesen Move ziehen und wirklich alles hier ausmachen, hier mit dem Kasten hier alles ausmachen, runtergehen und dann gucken, ob sich irgendwas dreht. Ich stand da mit meinen Augen so. Er hat so geguckt, Alter. Ich musste mich so konzentrieren. Und manche haben sich wirklich nur minimal gedreht. So, ich hätte niemals gesehen, ob meiner jetzt steht oder ob sich dreht. So, wisst ihr, was ich meine? So, einige haben sich natürlich ein bisschen schneller gedreht. So, ein von vier konnte ich rausschmeißen. Also, wir haben das immer so etagenweise. Ein von vier konnte ich rausschmeißen. Bei dem zweiten konnte ich dann wieder minimal sehen, dass sich das bewegt. Und bei den anderen zwei, da bin ich wieder nicht draus schlau geworden. So, wisst ihr, warum ich da nicht draus schlau geworden bin? Weil ich das Gefühl habe, dass die über uns hier auch gerade eingezogen sind oder kurz vor uns eingezogen sind oder keine Ahnung was, weil die sind nämlich auch am Bohren oben. Und die haben wahrscheinlich auch kaum Strom laufen. Dementsprechend bin ich nicht weitergekommen und kann immer noch keinen Strom anmelden. Und dementsprechend bezahlen jetzt gerade die Vermieter hier bei uns einfach noch unseren Strom. Aber was soll ich machen? Kann ich halt einfach nichts für. Ist denn jetzt halt einfach so, ne? So, den kann ich hier hin tun. War das jetzt der von gestern? Ja, das war jetzt der von gestern. Jetzt räumen wir mal eben kurz zusammen hier die Spülmaschine aus. Macht nichts, ne? Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, der Kram ist trocken. Wisst ihr eigentlich, wie dumm ich bin? Ich habe meine Muffin-Backform in die Spülmaschine gepackt. Die darf ja eigentlich gar nicht rein. Ich wollte ja aber nicht putzen. Egal, wenn die abblättert, blättert die halt einfach ab. Ja, hier ist die auch schon abgeblättert. Juckt nicht. Wenn die abblättert, kaufe ich halt einfach eine neue. Was soll's jetzt? Wisst ihr, wie scheiße es ist, so Backform sauber zu machen? Leute, ich habe es einmal gemacht, weil ich damals keine Spülmaschine hatte. Kannst knicken, Alter. Kannst du knicken. Ich habe mir meine ganzen Nägel abgebrochen, weil ich kratzen musste. Ich habe mir meine ganze Küche damit eingesetzt. Wahrscheinlich bin ich die dümmste Person auf diesem Planeten, Alter, die einfach nur nicht abwaschen kann. Kann sein, gebe ich auch öffentlich zu, gebe ich auch ehrlich zu. Ja, aber I'm sorry. Ich bin halt nicht in der Lage, solche scheiß Sachen sauber zu machen. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Geduld für. Wo habe ich denn jetzt? Hier ist mein Kasten. Ich tue alles in die Spülmaschine, auch wenn es Pfannen sind. Ich hasse es abzuwaschen. Ich sage euch einfach, das Abwaschen ist nicht mein Ding. Warum habe ich jetzt hier so Kleber dran? Hä? Was ist das denn? Abwaschen ist nicht meine Schiene. Mag ich gar nicht. Oder tun wir jetzt hier mal hin? Das tun wir jetzt mal da hin. Das mache ich gleich weg. Ich wollte eigentlich nur meine Weintrauben abwaschen. Auch nichts draus geworden. Ich habe hier erstmal gestern eine Stunde gebraucht, um das Waschbecken sauber zu machen, weil ich weiß nicht, was die mit diesem Waschbecken gemacht haben, aber dieses Waschbecken war einfach durch und durch versaut. Ich hatte überall solche komischen Flecken da drauf und die gingen irgendwie nicht sauber. Habe ich mir überall drum gefreut. Dass ich eine Stunde schuppen darf. So. Ihr müsst euch mal die Lappen von HSE angucken. Und zwar heißen die Das Blaue Wunder. Oh mein Gott, sind die gut. Ich habe am Anfang nur gedacht, ja, meine Schwiegermutter labert halt einfach nur. Ja, ich gebe doch nicht schon wieder so viel Geld für Lappen aus. So,
Junge, kann ich Geld kacken oder sowas, weil die sind nicht günstig. Ich sage euch das von vornherein, die Lappen sind nicht günstig. Da kriegst du ein Pack, okay, was heißt nicht günstig, ne? Greenway ist noch teurer, da hast du für einen Lappen um die 10 Euro bezahlt. Da kriegst du zum Beispiel so im Angebot so ein Starter-Paket für 22,90 Euro, wenn du das auch noch im Angebot holst. Dann finde ich, geht's halt wiederum. Also dann sind die nicht doch, also nicht ganz so teuer jetzt, ne, wie ich gerade gesagt habe. Dann geht es. Im Angebot kaufen funktioniert immer. Aber Leute, ich habe gestern meine Wohnung hier geputzt und oh mein Gott, ich habe so schnell alles streifenfrei sauber bekommen. Also mit dem scheiß Velederlappen habe ich da alles voll geschmiert. Das sah aus, als hätte da gerade ein kleines Kind angefangen zu putzen, wirklich. So, mit Putzen bin ich fertig. Weintrauben habe ich mir jetzt auch gemacht. Ich gehe mir jetzt noch ein bisschen Netflix gönnen, bevor ich gleich wieder rüber muss zum Essen. Und danach wollte ich noch mal einkaufen fahren. So, die packe ich jetzt. Die packe ich jetzt erstmal da oben, damit die hier nicht im Weg sind. Genau, so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen. Was haben wir heute eigentlich für einen Tag? Haben wir Dienstag? Ja, wir haben Dienstag, ne? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Wir haben heute Dienstag. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Dienstag. Und warum habe ich jetzt hier so einen beschissenen Fleck hier? Wer hat dich erlaubt? Und wer hat dich hier vorne erlaubt? Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Fleck. So, bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.